ich nehme dich heute wieder mit. Heute wird es ein bisschen aufregend. Nein, ich bin sogar sehr, sehr aufgeregt. Also heute habe ich endlich den Termin gemacht für die beiden Mauzis zum Tierarzt. Also ich habe gestern bei der Tierärztin angerufen und eigentlich braucht man da gar keinen Termin. Das heißt, ich kann da heute spontan hinfahren. Ich werde versuchen, die Erste dort zu sein. Und dann hoffe ich, dass wir nicht so lange warten müssen, weil je länger es dauert, desto stressiger ist es natürlich auch für die beiden Mauzis. Die wissen noch nicht, was sie heute erwartet. Ja, also heute möchte ich einfach, dass alles einmal durchgecheckt wird. Sie müssen ja eh einmal geimpft, gechippt werden und allgemein hätte ich gerne, dass sie einmal untersucht werden, ob alles in Ordnung ist. Ja, also Tierarzt waren sie, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr. Und drück mir die Daumen, dass alles gut läuft. Ich werde dich auch mitnehmen. Ich hoffe, das interessiert dich. Was passiert eigentlich so beim Tierarzt? Ja, und dann muss ich das gleich noch alles vorbereiten. Genau, die Mädels sind noch unterwegs. Kindergarten, Schule. Johann macht sich gerade fertig. Er wollte los zu seinem Kumpel. Die sind gerade heute noch verabredet. Und dann kann ich gleich zum Tierarzt mit den beiden Mauzis. Hast du alles eingepackt? Johann, nimm doch mal so gerne ein paar Sachen mit. Ein paar Mario-Spiele. Ein paar Spiele, ja. Okay. Das kann man natürlich machen. Das wird bestimmt toll. Ach so, und Johann hat jetzt auch so eine Smartwatch, so heißt das. Also damit kann er uns anrufen. Also darüber ist er dann erreichbar und wir sind auch erreichbar. Warte, zieh mal aus, ich zeig das mal kurz. Okay. Kriegst ihn gleich wieder. Ja, ich hatte ja sowieso vor, so etwas für ihn zu besorgen. Ich freue mich total, dass es eine Zusammenarbeit ist mit Explora. Die haben uns das zur Verfügung gestellt. Ich kann dir mal zeigen, was die alles kann. Und gerade für so Eltern, die ihren Kindern noch kein richtiges Handy kaufen möchten, ist das wirklich eine tolle Alternative, weil sie damit eben telefonieren können. Da ist eine SIM-Karte drin und er kann damit uns erreichen und zwar auch nur uns. Also da habe ich Telefonnummern eingespeichert und zwar geht das über die App. Warte mal, ich zeige dir das. Das ist hier die Explora-App und darüber habe ich komplette Kontrolle. Okay, das kann ich ja gar nicht so zeigen, weil da ja, alles draufsteht. Also, das ist nämlich auch GPS getrackt. Also, ich sehe wirklich komplett, wo er sich gerade befindet. Aber da sieht man jetzt ganz gut, darüber könnte ich ihn direkt anrufen. Da kann ich mit ihm chatten. Also, das heißt, Nachrichten verschicken. Also, einfach kann ich hier auf dem Handy tippen. Er kann mir dann einfach auch Sprachnachrichten zurückschicken. Warte mal. Hast du hier deine Schritte geguckt eben, Johann? Ja. Hier über den Chat. Genau, und dann kann er einfach Sprachnachrichten aufnehmen. Das ist ja meistens so ein bisschen einfacher. Also Johann ist jetzt schon so ein großer Junge. Er ist einfach auch öfters jetzt allein unterwegs. Schulweg, Freunde, Hobbys. Und ich möchte ihn darin auch unterstützen, dass er diese Selbstständigkeit trainiert. Aber ich möchte auch gerne wissen, dass es ihm gut geht und wo er auch gerade ist. Deshalb ist das eine richtig tolle Lösung und gerade auch für die Schule finde ich das ganz toll. Und zwar kann man darauf nicht ins Internet zugreifen. Also damit kann man auch keine Spiele spielen oder sowas. Es ist wirklich reduziert auf die Kommunikation mit den Eltern. Also ich bin total froh, dass es so etwas gibt mittlerweile in unserer heutigen Zeit. Kann man sowas machen. Und ja, Johann ist halt eben allein unterwegs und ich brauche mir keine Sorgen machen. Also Justus ist auch froh, dass es sowas gibt. Also ich verlinke dir auch nochmal alle Infos und auch den Link zur Uhr unten in der Infobox. Das ist jetzt die Explora 4. Auch wenn sie sich mal spontan verabreden. Also muss ja nicht immer was Krasses sein, aber einfach nur auch früher Schulschluss zum Beispiel. Das ist immer ganz praktisch, wenn man dann auch so einen Kontakt hat. Johann, fahr vorsichtig. Okay. Viel Spaß. Tschüss. Bis heute Abend. Und ich habe jetzt sturmfreie Bude. Jetzt geht es los. Die beiden warten ja schon, als wüssten sie, was ihnen gleich bevorsteht. Also ich muss jetzt da hoch. Da ist nämlich der Transportbox jetzt drin. Justus hatte da schon hochgeräumt. Ich habe ihm eigentlich gesagt, braucht er noch nicht. Und jetzt ist er nicht zu Hause. Das bedeutet, ich muss zum allerersten Mal alleine da hoch und dieses Ding da aufmachen. Das habe ich noch nie gemacht vorher. Ich glaube, die beiden gucken mir. Warum liegt ihr denn da so? Total entspannt. Noch seid ihr entspannt. Ich habe so Angst vor dieser Tür. Ich habe so Angst, dass sie mir so entgegenfällt. Ich hoffe, ich krieg das hin. Oh, Loki, du musst dann, glaube ich, auch weg. Ich weiß hier.
ich das schaffe. Und die klemmt auch so. Und es geht ja gar nicht. Gott, ich hab so Angst. Wenn was von oben kommt. Ich hoffe, er hat das jetzt irgendwo da, ohne dass ich noch weit da rein muss. Mal gucken. Hilfe. Ach, da ist es schon. Guck mal, da steht es schon direkt. Kann ich es gleich runterholen, aber das kann ich nur mit beiden Händen. Deshalb kriege ich das überhaupt runter? Okay, nächstes Mal frage ich Justus, ob der das nicht schon mal machen kann. Der ist ja allein auf dem Dachboden. Oh Gott, ist das wackelig. Geschafft. Ich bin schon voll stolz auf mich. Also da muss ich jetzt noch die beiden Katzen irgendwie reinkriegen. Das wird auch nochmal ganz lustig. Ja, ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so. Bis Justus nach Hause kommt, dann kann er das hoch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch noch schaffe. So, also gehen wir jetzt nach unten, Lucky. Willst du vielleicht schon zufällig rein, Lucky? Oh, ich glaube, Lucky will hoch. Hoch sollst du nicht, Lucky. Du sollst hier rein. Vielleicht hole ich Manaschis. Und dann gehen sie vielleicht freiwillig rein. Das könnte funktionieren. Oh, er geht ja jetzt schon rein. Gehst du rein? Ahnst du, was passiert? Okay, er will nicht. Gut, mache ich das unten. Treppe mache ich trotzdem schon mal hoch. Ich habe Angst, dass er da hoch will. Also er kann ziemlich weit springen. Er schafft es sogar mit nur einem Sprung auf das Hochbett von Johann. Deshalb wäre das, glaube ich, ein einfaches für ihn, stimmt's? Okay. Sicherheitshalber mal hochgemacht. Jetzt muss ich das nur noch nach unten bringen. Und die beiden Katzen da rein tun. So, ich hole jetzt Naschis. Ich hoffe, das klappt mit Naschis. Guck mal, wer da direkt kommt. Da kommt sie auch schon, die Cookie. Ja, guck mal, was hier ist. Mal gucken, ob sie freiwillig reingehen. Das wäre echt toll. Guck mal, was ich hier habe. Ja, das war übrigens ein Fehler gewesen, so eine Transportbox zu holen, bei der die Tür oben so zuklappt. Besser wäre es natürlich, wenn man die Katzen nimmt und so reintut irgendwo. Dann wären sie schon drin. Aber naja, man lernt halt nie aus. Aber so oft sind wir eben auch nicht unterwegs, dass es sich lohnt, jetzt eine ganz neue Transportbox zu holen. Deswegen lassen wir es so.
Cookie! Guck mal, hier Flaschis. Cookie, komm! 5 Stunden später. Schaffen wir es irgendwann zum Tierarzt? Ach, apropos, die nehme ich auch so mit, ne? Zum Tierarzt, damit sie da auch was zum Naschen haben. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, fein. Kommst du mit? Sind die beiden schon mal drin? Das ist schon mal gut gemacht, Nancy. Naschis nehme ich mit, dann die Impfpässe. Genau, die darf ich nicht vergessen. Die beiden und Geld. Ja, muss ich auch mitnehmen. So, und dann wollte ich nochmal so ein Tuch nehmen, so wie damals, als wir die beiden abgeholt hatten, dass ich das da drüber legen kann, bei denen, dass sie da nicht so irritiert sind. Ich weiß jetzt auch nicht, was für andere Tiere da sein werden, also irgendwie Hunde oder sowas. Deswegen mache ich das jetzt einmal. Okay, jetzt erstmal das Auto aufmachen. Boah, dann gleich wieder 2 Hände. Oh, es ist ganz ungewohnt, die Tür jetzt so offen zu lassen. Das haben wir uns schon komplett abgewöhnt, seitdem die beiden da sind. Die Decke ist so ein bisschen als Sichtschutz gedacht. Ist aber alles gut. Ich beeile mich auch. Damit es nicht zu lange so viel Stress ist für die beiden. Wir sind da. Da ist es schon. Ich habe einen Parkplatz bekommen. Habe mich voll gefreut. Ist ja immer nicht so ganz selbstverständlich. So, die beiden sind jetzt immer noch hier eingemummelt. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Okay. Wir sind auch zum ersten Mal hier. Deshalb muss ich auch erstmal selber gucken, wo wir hin müssen. Sieht nicht so voll aus. Ich glaube, wir haben Glück. Schon gefragt, ob es zu voll sein wird. Aber ist es nicht. Ich bin mit meinen beiden Katzen hier. Sie waren schon mal hier? Nein, noch nicht. Sie waren noch gar nicht? Nee. Dann bitte einmal so nett in Druckbuchstaben bitte einmal ausfüllen. Mach ich. Haben Sie von Ihren Katzen die Impfpässe habe ich dabei. Dann kann ich die mal haben. Dankeschön. So, dann füllen Sie das erstmal aus. Ja. Also Wartezimmer ist leer. Wir haben Glück. Wir müssen, glaube ich, auch nicht so lange warten. Die beiden sind jetzt gerade ganz still. Also im Auto hat Loki schon ganz schön viel noch gemauzt. Also so wie beim Abholen damals hat er auch viel gemauzt. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Bin gespannt, was jetzt rauskommt. Ja, süßen. Ah ja, wir haben ja einen sehr schönen Korb. Ja. Na, wer möchte denn zuerst? Ladies first oder ich gucke mal. Also er ist ein bisschen mutiger, der Loki. Der Loki. So Loki war ja dann der, wo wir jetzt erstmal Katzen, solche Katzen schnupfen. Ah ja, noch mal eine andere Verschlusstechnik. Ja. So, ihr Süßen. Sie sind ganz lieb. Ist ja mal eine ungewöhnliche Farbe für British Kurzhaar, ne? Meistens sind ja so Anthrazit Blue, sagt man dazu. Genau. Und du hast ja schöne blaue Augen. Komm mal her, mein Schatz. Dann wollen wir mal gucken. Ja. Müssen wir sie nachher noch wiegen? Dann würde ich vorstellen, dass wir jetzt einmal die Box runterstellen, damit wir ein bisschen Platz haben. Ja, ich gehe mal ein bisschen zurück, dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal wiegen. So, also das ist Loki. Genau, das ist Loki. Aber miteinander nicht schwer. Und ist ja sowieso ein Mädchen. Nicht so schnell, Schatzi. Diese Waage kann so schnell nicht wiegen. 4,7, 4,65, 4,7. So, jetzt wird einmal abgehorcht. Alles gut. Das dauert eine Weile. Weil sich meistens, wenn man das eine Weile dann macht, auch die Herzfrequenz noch mal ein bisschen runter geht. Ich guck mal ein bisschen freundlich in die Kamera. So, einmal im Jahr. Auch selbst wenn man jetzt vielleicht nicht impfen lassen würde, ist das immer nie verkehrt, wenn man die Katzen einmal anguckt, gerade auch wegen der Zahngesundheit. Herr Loki hat sehr, sehr, sehr gute Zähne. Ja,
Schön. Ganz dickes Lob. Ich hoffe, dass es bei der British Council auch so ist. Weil die neigen so ein bisschen zu bestimmten Dingen. Und das ist auch sehr, sehr viel Erbgut da, was da mit reinspielt. Mhm. Man kann es wirklich nur sehr, sehr gering bei Katzen über die Fütterung beeinflussen. Sicherlich so, okay. Katzen, die rausgehen und Mäuse fangen und fressen, haben häufig bis ins Alter sehr gute Zahngesundheit. Mhm. Aber wenn denen genetisch in die Wiege gelegt wurde, schlechte Zähne, dann kriegen sie die auch. Es gibt also häufig so Entkalkung in der Zähne oder durch bestimmte Erkrankungen, Viren oder autoimmunbedingte Zahnfleischentzündung, da können sie dann einfach nicht. Also bei ihnen sieht das top aus. Okay. Und ich sag mal so, da er schon ein paar Jährchen alt ist, denke ich, wird das auch zumindest in nächster Zeit so bleiben. Mhm. Da gibt es also jetzt keine Hinweise, gar nichts. Mhm. Ach, wichtig ist natürlich dann Fellpflege. Ja. Der britische Schmutzer ist ein bisschen pflegeleichter, aber Loki muss natürlich regelmäßig gebürstet werden. Mhm. Die Impfung tut auch eigentlich gar nicht weh. Ja. Das Schlimmste ist eigentlich immer die Aufregung, der Stress beim Tierarzt auf dem Tisch. Katzen mögen mal nie so gerne festgehalten werden. Ja. Das hat er doch schon mal ganz souverän gemacht. Wissen Sie, wann er zuletzt entwurmt wurde und ob da überhaupt mal irgendwas war? Das ist bestimmt auch schon länger her. Ja. Sollen wir das vielleicht, wenn Kinder mal gleich einmal mitmachen, dann ist es erledigt. Ich würde ihm dann eine Tablette einwerfen. Okay. Ich krieg das. Also, ja. Ja. Oh, gucken, dass man die Schnurrhaare ja nicht völlig verbiegt. Mäulchen auf, Pille rein, Mäulchen zu. Oh. Wenn die Zunge rauskommt, jetzt ist die Tablette geschluckt. Ah, okay. Mhm. Solange die Zunge nicht kommt, kaufe ich den Burschen das nicht ab. Dann wollt ihr nur tricksen. So, ich finde, das hat mit 1 plus gemeistert. So, dann haben wir hier Loki. Dann ist ganz nachher toll. Noch so ein klein bisschen Schreit. Toll. Das ist immer noch nicht eingegeben. Hier, Loki. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wenn du nimmst einfach mal nachher, da können wir dann schon wieder in der Kiste drin sein. Mhm. Schippen ist ein bisschen unangenehmer als Impfen. Dazu nimmt ihn die Frau Gerber einmal. Vielleicht stellen sich jetzt hier hin, weil er wird auf der linken Halsseite, linke Schulterbereich geschippt. Das ist so eine Standardgeschichte. Mhm. Und sie gucken jetzt am besten nicht hin, weil man kriegt immer einen Schreck, wenn man die Kanüle sieht. Aber die ist sehr scharf. Mhm. So, wir lenken ein bisschen ab und knuddeln ein bisschen. So, jetzt kontrollieren wir gleich noch den Sitz von dem Schippen. Mhm. Fein gemacht. Oh, super. So. Super, okay. Ja. Wunderbar. So, dann hast du das alles das eintragen und dann machen wir das ganz in Ruhe, wenn die Katzen vom Tisch sind. Genau. So, okay. Dann würde ich sagen, tauschen wir einmal aus. Hallo Mäuschen. So, hinein, kleine Schatz. Und jetzt guck unsere kleine Heldin. Dann machen wir gleich mal einen kleinen Umweg hier über die Waage. Ich weiß nicht, was ist das normale Gewicht von solchen Katzen? Ja, das ist ein Mädchen. Ja. Also man kann so Pi mal Daumen sagen, Katzen so um die 4, Kater um die 5 Kilo. Also alle, das sieht natürlich viel mehr aus. Aber ja, es ist viel Fell. Viel Fell. Ja. Die sieht auch mal so knuffig aus durch dieses Fell. Mhm. Aber die ist ganz normal von der Figur. Okay. Dass sie riecht aus dem Mund. Ja, Sie sehen auch, ne, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ne? Hier ist eine Entzündung, hier ist Zahnstein und da ist wahrscheinlich auch natürlich eine Entzündung drunter. Oh. Auch hier, da liegt die Zahnwurzel frei. Oh. Ja, man merkt das schon, ne, wenn sie das Mäulchen aufmacht, das hier auch. Ja, dann muss ich Ihnen leider sagen, diesen Zähnen habe ich keine große Zukunft vor. Sie hat auch schon einige Zähne verloren. Hier fehlen 2 Schneidezähne. Mhm. Hier fehlen 4 Schneidezähne. Also sie kann auch ohne diese Zähne leben, aber wir müssen da natürlich mal was einplanen. Mhm. Und das Zähne überholen. Wahrscheinlich wird nichts anderes übrig bleiben, als diese Zähne zu ziehen. Oh, okay. Ja, man kann besser leben und kauen ohne so einen chronischen Entzündungsherd. Ja. Es wird nicht genügen, da nur einen Zahnstein zu entfernen. Aber hier sind die Zahnwurzeln freiliegend. Ja, das ist schon richtig zurückgegangen. Sie sehen, wenn ich da nur anfasse, dann fängt das an zu bluten. Mhm. Und ich möchte nicht wissen, wie das unter dem Zahnstein eben aussieht. Das ist natürlich schade, weil sie noch jung ist, aber es lässt sich nicht ändern. Das sind auch Wiederholungstäter.
Und bei ihr ist einfach da die Veranlagung da, Zahnfleischentzündung, Zahnentzündung. Ne? Muss man eben dranbleiben. Das heißt aber, wenn die Zähne dann gezogen werden, dann geht es ihr auch wieder gut, ja? Es geht ihr ja jetzt nicht schlecht, aber das ist eine chronische Entzündung. Wir wissen nicht, was der auslöst. Und das sind einfach chronische Schmerzen. Das ist leider ein Irrtum zu glauben, solange ein Tier noch frisst, hat es keine Zahnschmerzen. Kritisch kurzer Neigen, ein bisschen kurz, habe ich relativ, glaube ich, fast schon vermutet. Nee. Wenn das Flohkot wäre, würde sich das auflösen und würde rötlich werden. Ah, okay. Da es das nicht tut, ist das kein Flohkot. Mhm. Wir haben es geschafft. Muss ich nur ohne Unfall auch wieder ins Auto schaffen. Ich bin hier direkt also der Straße. Jetzt nach Hause und dann lasse ich die beiden erstmal raus und dann erzähle ich dir alles. Oh, die Beine sind so schwer. Wir sind wieder zu Hause. Endlich. Komm raus, ihr Süßen. Ihr habt's geschafft. Wir sind wieder zu Hause, Luki. Ja, Cookie Maus. Wir sind wieder zu Hause. Oh, ich bin so froh, dass wir wieder da sind. Ihr beiden, ne? Ihr habt es geschafft. Wir haben es alle geschafft. Ich bin so fertig mit der Welt. Es war voll lange. Ich war da bestimmt eine Stunde beim Tierarzt. Also voll schön. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt auch. Also ganz tolle Ärztin. Sie hat mir alles super toll erklärt auch nochmal. Und sie hat die beiden wirklich auch nochmal schön untersucht und Impfpass auch nochmal richtig durchgegangen. Also sie wurden jetzt geimpft, sie wurden gechippt, sie wurden einmal richtig angeguckt, ne? Und das war ja das, hast du ja vielleicht schon mitbekommen. Also Luki hat super perfekte, tolle Zähne, richtig toll. Und Fell auch super, kein Filz und so, weil wir haben ja die super Bürste und irgendwie kriegt er auch gar keinen Filz mehr, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben jetzt danach auch nicht wirklich nochmal gebürstet, aber er hat jetzt einfach auch keinen Filz mehr. Ja, und die Cookie, die hat das, was ich mir schon gedacht habe im Vorhinein, weil sie eben riecht aus dem Mund. Und das kenne ich schon von einer anderen Katze, die wir schon mal hatten. Das ist ein Zeichen dafür. Und sie hat es ja jetzt auch, dieses Zahnfleischentzündung und freiliegende Zahnwurzel und ganz viel Zahnstein. Also ganz, ganz unschön. Und das kommt bei der Rasse wohl öfters vor, hat die Tierärztin jetzt zumindest gesagt, bei British Kurzhaar. Aber ich kenne das auch von ganz normalen, ja, europäisch Kurzhaar, dass sie das eben auch bekommen. Und das bedeutet, Zähne ziehen. Also die, wo die Wurzeln schon frei hängen, die müssen gezogen werden. Dann Zahnstein muss natürlich regelmäßig jetzt immer weggemacht werden. Ihr fehlen wohl auch schon ein paar Zähne, ganz komisch, obwohl sie ja noch ganz jung ist. Also mit 4 Jahren ist man ja keine alte Katze und ihr fehlen einfach schon Zähne. Ja, das ist so ein bisschen, was mir Sorgen macht. Aber wir werden das jetzt regelmäßig kontrollieren lassen und immer schön, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Tipp, was man da so machen kann. Ich weiß, dass man da nicht wirklich viel machen kann. Ja, mal gucken. Aber das steht alles erst im nächsten Jahr an, weil sie jetzt erstmal die Impfungen nacheinander bekommen müssen, damit das immer schön aufgefrischt wird und das jetzt nicht umsonst war oder so. Wir haben sogar auch noch Leckerlis bekommen. Kann ich den beiden mal gleich probieren, ob sie das denn essen möchten. Ja, ansonsten sollen sie jetzt erstmal wieder zu Hause ankommen und froh sein, dass sie wieder zu Hause sind. Das ist alles gut. Ich meine, wer geht schon gern zum Arzt, ne? Aber ich fand's ja echt nett, wirklich. Gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.